Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es ums Thema Brotstundenplan, Brotplanung. Wie plane ich so einen Backtag? Wie mache ich das? Meine Tipps dazu. Und ich werde oft gefragt, hey Marcel, es wäre gut, wenn ich so einen Stundenablauf von dir hätte, wann ich den Vorteig ansetzen muss, wann Hauptteig, wann Stretchen und Falten etc. Ich persönlich mache das nicht so. Denn wenn ich so eine Liste habe, die über mehrere Tage geht, mir jede Stunde vorschreibt, bin ich einfach zu wenig flexibel, macht mir keinen Spaß und wenn ich das Rezept schon lese, löscht es mir ehrlich gesagt schon ab, weil das einfach zu kompliziert wird. Ich will meinen Tag entspannt planen und nicht nur nach dem Brotbacken zu Hause. In der Bäckerei ist es natürlich anders, da hat es immer Leute, die sich um den Teig kümmern können. Da fährt man auch meistens verschiedene Schichten, da kann man es immer übergeben. Aber zu Hause musst du einfach immer zu Hause sein, das Ganze anpassen und alle 30 Minuten irgendetwas machen. Und das ist für mich persönlich nicht so die richtige Lösung. Zudem machen wir hier ja auch Videos. Und da fangen wir meistens um 8 Uhr morgens an, bis am Mittag und dann am Nachmittag noch. Aber da gibt es halt auch manchmal Zeiten, wo der Teig halt um 8 oder 9 erst geformt werden kann und da ist niemand mehr da. Und wie man das lösen kann, zeige ich dir jetzt. Also es gibt einige Probleme, die man lösen kann, ist aber ganz easy mit der Lösung, die ich dir zeige hier in diesem Video. Was haben wir denn alles bei so einem Brotbacktag? Ich habe es hier mal aufgeschrieben. Wir haben einen Vorteig je nach Rezeptur. Dann müssen wir uns den Hauptteig herstellen. Dann gibt es eine Stockgare. Teig muss gehen. In der Zwischenzeit wird der gestretcht und gefaltet. Manchmal alle 30 Minuten, manchmal nur einmal. Das ist je nach Rezeptur ganz unterschiedlich. Dann wird das Ganze aufgearbeitet. Dann gibt es eine Stückgare. Und dann wird das Ganze gebacken. Also, wenn ich jetzt einen Vorteig mache, der steht bei mir 8 bis 12 Stunden. Ich beginne montags am Abend um 8 Uhr, mache mir einen Teig. Vorteig, der steht 8 bis 12 Stunden, wäre Dienstagmorgen 8 Uhr, wo ich den Hauptteig machen kann. Ich mache am Morgen den Hauptteig, der steht dann noch 2 bis 3 Stunden bei dieser Rezeptur, die ich jetzt einfach mal hier vorsage. Und alle 30 Minuten dehnen und falten. Das heißt, 8 Uhr Hauptteig ansetzen, dann dehnen und falten ist 11 Uhr. Sagen wir Viertel nach 11 mit der Teigherstellung, zwischendurch dehnen und falten. Dann wird der aufgearbeitet, dann Stückgare etwa noch eine Stunde, ist etwa 12:30 mit dem Aufarbeiten und der Stückgare von einer Stunde. Und um 12:30 wird das Ganze gebacken für nochmal eine Stunde, 13:30 kommt es zum Ofen raus. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass du vielleicht mittags was zu tun hast, am Abend vielleicht keine Zeit hast und so kannst du das lösen. Wie mache ich das? Wir machen den Vorteig natürlich immer während den Zeiten, wo mein Kameramann hier ist und dann mache ich einfach den Vorteig am Tag und wenn der länger steht als 8 bis 12 Stunden, knall ich den einfach in den Kühlschrank rein. Und dann kann ich mir den einfach rausnehmen und weiterfahren, wann ich halt Zeit und Lust habe. Das ist ein guter Tipp, mindestens 8 bis 12 Stunden, gerne auch länger. Im Kühlschrank ist es so, wenn dein Kühlschrank unter 5 Grad ist, dann kannst du wirklich die 8 bis 12 Stunden abwarten, reingeben, da passiert nicht mehr viel. Wenn er über 5 Grad ist, dann würde ich etwa 6 Stunden warten und den dann in den Kühlschrank geben. Dann kannst du bis 24, 48 Stunden warten und einfach rausnehmen, den Hauptteig ansetzen, wann du Zeit und Lust hast. Das ist sicher ein guter Tipp. Und dann beim Hauptteig genau das Gleiche. Dehnen und falten, da empfehle ich meistens einfach einmal mindestens. Wenn du alle 30 Minuten dehnen und falten willst, wenn du die Zeit hast, kannst du das machen. Wenn du eine gute Mehlqualität hast und der Teig schön ausgeknetet ist, ist eigentlich das Dehnen und Falten nicht mehr so relevant, wie es eigentlich immer überall heißt. Es nützt sicher was, im Zweifel immer Dehnen und Falten, aber alle 30 Minuten, wenn du in dieser Zeit etwas anderes zu tun hast oder es mitten in der Nacht ist, dann musst du nicht aufstehen zum Dehnen und Falten, lässt du es einfach weg. Also hier kannst du ruhig etwas runterbrechen. Und dann auch die Stockgare des Hauptteigs.
Wenn du keine Zeit hast, einfach in den Kühlschrank geben. Statt eine Stunde kannst du 5-6 machen, was auch immer. Wichtig ist einfach, dass der Teig etwas anspringen konnte. Das heißt, mindestens 30 Minuten bis eine Stunde im Raum lassen, damit die Hefe oder Sauerteighefen richtig arbeiten können und dann kannst du ihn in den Kühlschrank geben. Dann formst du ihn und dann kannst du natürlich das Ganze über mehrere Tage führen oder in deine Zeitabschnitte, wo du wirklich Zeit hast. Also es ist nicht zwingend, dass du dich genau an diesen Ablauf hältst. Denn es ist auch wichtig, oder man sieht auch verschiedene Triebführungsarten und das macht der Bäcker auch so. Der plant das so, dass es bei sich in den Tagesablauf passt. Da gibt es, ob das eine direkte Triebführung ist, eine indirekte, eine Kühlschrankgare, kein richtig oder falsch. Meistens, wenn man mit Vorteigen und langer Gare arbeitet, kommt das im Endeffekt auf den Geschmack nicht so drauf an. Wichtig ist einfach, dass man eine lange Gare macht, gut fermentiert und natürlich dem Ganzen Zeit lässt. Ob das direkt ist oder indirekt, das spielt im Endeffekt nicht so eine Rolle. Ich kann sonst auch mal ein Video machen zwischen einem direkt hergestellten Teig und einem indirekten. Dann siehst du den Unterschied hier im Video. Schreib mir es doch in die Kommentare rein, wenn dich das interessiert. Aber wir sind jetzt beim Aufarbeiten. Der Teig war im Kühlschrank. Du nimmst ihn raus, arbeitest ihn auf und jetzt genau das Gleiche. Wenn du den erst am nächsten Tag backen willst, wenn du jetzt siehst, ich habe keine Zeit, aufarbeiten, in den Kühlschrank stellen, im Gärkorb, auf einem Teigtuch oder gleich freigeschoben, je nach Teigkonsistenz, reinstellen und dann hast du locker 12 Stunden Zeit. Und dann kannst du es direkt aus dem Kühlschrank rausnehmen und backen. Und das Backen ist natürlich klar, du solltest dir vielleicht am Anfang ausdenken, wann soll denn das Brot gebacken sein. Und so kannst du dann zurückrechnen, Brot sollte dann gebacken sein, rechnest zurück und je nachdem kannst du hier mit dem Kühlschrank spielen. Also lieber immer genügend Zeit einplanen als zu wenig. Und das ist so meine Philosophie, denn ich finde das viel einfacher so, wenn ich mir den Kühlschrank zur Hilfe nehme, als wenn ich alles immer direkt reinpacken muss, wie es genau nach Rezeptur ist. Denn das ist sehr schwierig, vor allem in einen Tagesablauf zu bringen, wenn wir noch einen Vorteig haben, Sauerteig auffrischen, vielleicht noch eine Übernachtgare, da wirst du nicht mehr fertig. Oder wirst nicht mehr fertig, wenn du berufstätig bist, an den Zeiten zu machen, wo du eigentlich das Brot backen könntest. Und da ist es mir lieber, wenn du den Kühlschrank nimmst, dann kannst du so ein leckeres Brot backen, einfach auf deine Zeiten angepasst. Also Brotplaner, Brotstundenplan wirst du bei mir nicht sehen. Du siehst immer, wie lange der Vorteig geht, wie lange die Stockgare ist, wie lange die Stückgare, wie viel mal dienen und falten und natürlich die Backzeiten. Der Rest kannst du wirklich individuell anpassen. Da kannst du spielen mindestens, wenn wir beim Vorteig bleiben, 8 bis 12 Stunden. Der hat sich gut entwickelt, du hast keine Zeit. Pack ihn einfach in den Kühlschrank. Genau das gleiche beim Hauptteig. Klar ist es natürlich sinnvoll, wenn du das so planst, dass du nicht jedes Mal den Teig für 2, 3, 5 Stunden in den Kühlschrank geben musst, sondern entweder beim Vorteig, beim Hauptteig oder bei der Stückgare, dass du den einfach irgendwo mal in den Kühlschrank gibst, so wie es dir halt passt. Ich denke, das sollte so verständlich sein, darum gibt es von mir keinen Brotplaner. Ich finde es einfach zu kompliziert, wenn ich dir genau vorschreibe, wann du zu backen hast. Ich kann es nicht wissen, jeder Alltag ist unterschiedlich und du musst versuchen, die Teige so anzupassen, dass es für dich zu Hause stimmt. Wenn du im Kühlschrank keinen Platz hast, dann kannst du es auch in den Keller stellen. Dort ist aber die Temperatur natürlich wärmer als jetzt im Kühlschrank, dann geht es auch tendenziell ein bisschen schneller. Da musst du einfach ein bisschen aufpassen, dass du keine Übergare bekommst. Ich würde jetzt den Vorteig auch nicht draußen stehen lassen und einfach 24 Stunden stehen lassen, dann hast du eine Übergare. Nimm dir wirklich den Kühlschrank, dann bist du safe und hast ein viel längeres Zeitfenster. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen, für zukünftig deine Brote besser zu planen. Schreib mir einen Kommentar, was willst du noch alles von mir wissen? Ich gebe dir gerne Auskunft dazu.
Vielleicht ist es jetzt ein bisschen ein anderes Video, als du dir erwartet hast, aber ich kann dir einfach diese Information geben, wie ich es halt bei mir täglich in meiner Küche zu Hause mache. Und da ist es mir wirklich wichtig, eben, dass ich durch den Tag backen kann, weil ich da eben die Videos produziere und so kann ich das dann anpassen, wenn ich einfach den Kühlschrank zur Hilfe nehme. Ich hoffe, dir hat es geholfen. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Lass einen Kommentar da, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.